willkommen zu Biomutant. Ich hoffe, ihr findet Gefallen dran und dann starten wir auch schon direkt rein in die Folge. Und ja, ich mach's wieder recht ausgeglichen, würde ich mal sagen. Du fühlst dich härter. Finde ich gut. Ich bin halt hart. So, kann ich doch jetzt wieder... Hier ist nur der Mist, den ich nicht haben wollte, genau. Aber hier haben wir doch noch Dinge. Ich gucke da schon das 5.000.000. Mal drüber. Ja, da brauche ich halt mehr. Na, müssen wir mal ein bisschen sammeln an diesen Punkten. Okay, wir gehen mal auf, hier, Quest verfolgen. Links von mir. Und erobern den gegnerischen Außenposten. Es ist nun soweit. Er wartet schon. Ist das einfach nur Ach, das ist das Licht von der Sonnenuhr, oder? Was darunter strahlt. Das ist auch ein bisschen cool, ist das schon. Die Dämmerung grüßt dich wie ein alter Freund. Das ist sehr freundlich. Ich grüße zurück. Die wohlgeformte Dämmerung. Und in dieser wohlgeformten Dämmerung werden wir... Boah. Ach, der hat bestimmt jetzt gerade die Festung geladen. Werden wir uns ins Innere dieses Außenpostens hineinquetschen und alles, was nicht reingehört, hinausquetschen. So, aber als erstes, an dem Ding war ich, oder? Ja. Also aber jetzt das Leuchteding weg. Das ist schade, dass das nicht auf Dauer bleibt. Müsste hier nicht eigentlich auch ein Gebiet sein mit hier Bunker drumrum? Mal kurz hier... Ich muss mal kurz hier eine Runde laufen. Ah, hier. Genau das wollte ich. Sieht wertvoll aus. Das hoffe ich doch. Des Knapptrutt Außenposten. Hier schlug der Jagdni-Stamm vor langer Zeit sein Nest auf. Das ist nett. Ah, noch eine Kiste. Kiste, ein Knochen. Wir haben Knochen gekriegt. Warte mal, bin ich jetzt überhaupt richtig? Das ist von da drüben war ich schon. Hier ist nichts dergleichen. Dann hier. Danke. So, dann einmal hier rum. Na, nimm. Nimm es an dich. Und da ist dann schon wieder der Ausgang. Okay, dann haben wir nur noch hier oben bestimmt wieder was. Und dann können wir auch schon reingehen. Au. So, 100 Meter? Oder 100 Schritte wahrscheinlich. 100 Tapsen. Oder so ähnlich. Ah, hier. Jedes Blatt hier ist deiner Aufmerksamkeit würdig. Natürlich. Deswegen pinkel ich erstmal hier hin. Mal sehen. Ja, sehe ich wieder einen Touch mehr. Da muss auch was sein. In diesem roten Gebiet. So, da komme ich bestimmt nicht rein. Wo ist denn hier da? 40 Schritte sind es noch. Soll ich die von unten infiltrieren? Tatsache. Hallo. Vielleicht haben Sie
Wuise. Sagt, sie haben auf dich gewartet, um mit ihnen den Außenposten zu befreien. Mhm. Wie sieht ihre Verteidigung aus? Ich bin noch nicht bereit. Ich bin bereit. Wie sieht ihre Verteidigung aus? Sie haben während der Wartezeit den Außenposten ausgespäht und raten dir, vor Betreten ihren Fund anzusehen. Mhm. Die Späher haben ein Mottennest in der Nähe des Außenpostens entdeckt. Wenn du es zerstörst, fallen die Motten über den Außenposten her, weil sie ein neues Zuhause brauchen. Okay, das wird für ein Durcheinander sorgen. Wie soll das helfen? Ja, das wird dafür durcheinander sorgen. Genau das ist der Plan. Wenn alles nach Plan läuft, sollten die Motten für ein wildes Durcheinander sorgen. Mhm. Das Mottennest. Das ist ja drin. Okay. Deswegen die Höhle. Wir untergraben sie nicht. Sondern benutzen es. Jeder neue Tag bietet neue Chancen. Was ist das? Ah, hallo. Voll auf die 12. Komm, schön mit der Klobürste ins Gesicht. Zerstöre es einfach. Hier putze ich die Zähne, Junge. Mit der Klobürste. So, was? Zerstöre es einfach. War's das schon? Das war's schon. Ja, okay, das hier ist Arena. Die hat sich von selbst erledigt. Ein großer Oschi. Das ist ein großer Oschi. Wie cool ist denn der? Oh. Au, 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 au. Au. Frechheit. Hier mache ich mal kurz einen Prozess. Schön, schön. Weiter geht's. Okay, kann ja nur hier lang gehen. Stromausfall-Zitadelle, okay. Ja. Die Stromausfall-Zitadelle ist, glaube ich, gleich im Arsch. Stromausfall-Zitadelle. Das ist aber jetzt auch nicht so. Also großer Oschi fand ich gut. Großer Oschi hat mir sehr gefallen. Guter Schuss. Dieser Schuss. Ich hab geschlagen. Bitte beachte dies. Bei deinen Aussagen. Ja, ciao. Okay, ihr habt nichts liegen lassen. Schön. Hier ist natürlich jetzt auch Ruhe.
Ein bisschen ungünstig gelegen tatsächlich. Ach, okay. Hille, bille, bille. Pum. Hille, bille, bille. Pum. Hinsinne. So. Gute Arbeit. Das Mottennest ist futsch. Sehr gut. Die Motten fliegen auf den Außenposten zu. Die sind ordentlich aufgestachelt. Der Außenposten gehört jetzt deinem Stamm. Er sagt, du hast sie geschwächt, aber sie geben nicht auf. Dein Sifu dankt dir. Dein Stamm wird stärker. Ich habe sie echt dazu gebracht, sie kampflos aufzugeben? Okay, das kostet mich einige XP wegen den Kämpfen, aber an sich ist es cool. Stammesausrüstung freigeschaltet. Ja, die ist hübsch. Er sagt, deine Eroberung des zweiten gegnerischen Außenpostens war eine Glanzleistung. Du hast dir das Recht verdient, die Stammesfarben zu tragen. Jetzt werden sie mich kommen sehen. Ich werde sie mit Stolz tragen. Glaubt, dass du sie alle stolz machen wirst. Mhm. Jetzt hat er automatisch die Klamotten gewechselt. Das sehe ich aber anders. Aber ich finde es cool, dass man die jetzt hier quasi tatsächlich kampflos fertig machen konnte. Nur mit diesem Mottengedöns. Das finde ich persönlich sehr cool. Tagsüber kannst du am besten Dinge erledigen. Aha. Myriad-Kopfbedeckung. Mhm. Ich habe da aber vielleicht was Cooleres. Wo ist denn jetzt meine Kopfbedeckung? Da ist er. Was ist das für ein Ding? Ach, das ist der Eimer. Das ist alles so ganz nett, aber ich mag meine lieber. Anti-Bio-Gefahr-Jacke ist übel wertvoll. Wow. Okay, wo ist meine Wildnisweste? Genau. Und meine Hosen. Da könnte es sein, dass ich die wechsle. Das ist die Bio-Gefahr-Hose. Welche ist denn jetzt hier meine? Die war's, ne? Die müsste es sein. Okay. Also, dass die einfach geändert werden, gefällt mir nicht. Das ist so eine Sache, die gehört sich nicht. So. Bin ich wieder ich. Sehr schön. Vielleicht trage ich auch irgendwas davon, aber gerade nicht so. Okay, dieses Dorf schreit danach, gelootet zu werden. Und ich als Befreier eures Landes nehme mir das Recht heraus, mir all euren Loot einzuverleiben. Was geht denn bei dir? Er weiß Dinge, die du in Erfahrung bringen musst. Aha. Das erledigt werden muss, oder? Es gibt da etwas, das erledigt werden muss, oder? Okay. Der gegnerische Stamm hat nur noch einen Außenposten. Bring zu Ende, was du begonnen hast. Verstehe. Behauptet, wer mit Steinalt befreundet ist, kann nicht so schlecht sein.
Ihr werdet euch wieder. Natürlich. Er weiß Dinge, die du. Ja, ja, er weiß du solltest Dinge. Ja, ich lass mich auch nicht stressen. Okay. Hier geht's auch wieder runter in die Stadt. Was ist hier? Das ist. Ich bin schon wieder darauf reingefallen. Das ist keine Tür. Das ist mir schon bei der letzten davon passiert. Okay, die ist genauso aufgebaut. Oh, der hat ein Ausrufezeichen. Wer bist du? Bevor die Welt zu Ende ging, gab es noch Hoffnung. Heute findet man die allerdings kaum noch. Mhm. Vielleicht würde ein funktionierender Strahlenzünder die Lage etwas aufhellen. Vielleicht. Hängt aber davon ab, wie man ihn einsetzt. Wo finde ich einen Strahlenzünder? Schätzt, wenn er eingeschaltet wäre, würdest du ihn sofort sehen. Aber du musst ihn wohl erst finden. Das hilft mir nicht. Schätzt, der Strahlenzünder ist zu gefährlich, um ihn herumliegen zu lassen. Du solltest ihn dir schnappen, bevor ihn dir jemand wegschnappt. Ansonsten könntet ihr den Strahlenzünder selbst zu spüren bekommen. Das waren alles nicht meine Fragen. Ob man sich mit dem Strahlenzünder alles vernichten könnte, was ich mit dem Strahlenzünder alles retten könnte. Sag, das klingt nach einer tollen Idee. Das Strahlenzünder-Rendezvous. Finde den Strahlenzünder. Okay. Gibt's hier ein Kistchen für mich? Aber natürlich. Danke. So, looten. Naja, hält sich noch ein bisschen zurück, das Looten. So, was auch immer es war, ich nehme es mit. Danke fein. Gibt's hier irgendwas? Nein, das ist auch wieder... Ja, bin ich in der anderen Base auch hochgeklettert. Das ist, meine Suchmechanismen haben einen recht eigenwillig gleichmäßigen Rhythmus. Muss ich auf diese Art und Weise leider feststellen. So, da nix. Das ist immer nur eine Kiste. Jetzt muss ich aber hier nochmal gucken. Gab es hier noch einen hinteren Eingang? Nö. Und das ging bis da drüben durch? Ja, so ziemlich. Gut. Da war ich gerade drin. Hier sehe ich nichts. Und hier sind wir hier. Dann haben wir hier noch eine obere... Oh, wer bist du? Sagt, während die Blätter vom Baum des Lebens fallen, solltest du dir die Zeit nehmen, um zu genießen, was du hast. Mhm. Wirklich jeder liebt Kuddelsjus. Er ist so gut. Okay. Er beschafft die Zutaten aus der ganzen Welt und es ist erstaunlich köstlich. Okay, wo finde ich Kuddel? Sagt, Kuddel reist gerne überall hin, also könnte er überall sein. Wow. Sagt, Kuddel ist nicht leicht zu finden, aber es ist die Mühe wert. Wenn du nach ihm Ausschau hältst, solltest du ihn finden. Das ist aber weise. Kauf ihm schnell einen Jus ab, bevor er keinen mehr hat. Ich will diesen Jus. Ich helfe Kuddel dabei, die Zutaten zu finden. Hofft, dass du ihn bald finden wirst. Hm. Kuddel-Mischmasch. Okay. Also Kuddelmusch. Wow. Da ging aber jetzt gerade so ein bisschen was flöten. Okay, sonst keiner mit einem Ausrufezeichen. Haben wir hier Schönes? Ist mal wieder so ein Gebäude, in das es reinregnet.
Und zwar massiv. Es kann ja nicht ewig regnen, oder? Ja, mir doch egal. Soll es doch, wenn es das möchte. So. Damit sind wir hier durch, glaube ich. Nein. Fast noch was vergessen. Okay. Jetzt habe ich aber alles. So, der Marktplatz. Hallo, liebe Freunde. Ihr, die ihr seid auf dem Marktplatz. Oh, hier gehen aber gerade irgendwie ein bisschen so die Legs steil. Bietet dir außergewöhnliche Preise für außergewöhnliche... Natürlich. So, wieder jeden einmal anquatschen und dann wieder aus. Der hat nichts, der hat nichts, der macht nur die Tür auf. Und da können wir wieder beten gehen. Schön, schön, schön. Du hast nichts. Du hast. Na klar, lass uns handeln. Da kann so viel hoffen, wie er will. Okay, den haben wir auch. Du bist noch so einer. Ah, zeig mal. Sag. Natürlich. Sagt eine Menge. Verschiedenes. Zitronenscheiben. Ich nehme die direkt einfach mit. Eingetütet. Jawohl. Ist eingetütet. Und ihr verkauft mir hier nichts weiter. Wow. Das ist ein Elch. Also ich finde ihn jetzt grundlegend nicht so hübsch, aber ich finde es schon beeindruckend. Behauptet, aha, aha, ich möchte handeln. Aha, aha. Ja, und hier kann ich genau dieses Tier mir einverleiben. Okay, also nicht essen, sondern weiß schon. Ach, da oben ist die Werkbank wieder, okay. So, und wie ihr seht, wir sind wieder hier angekommen. Ich gehe da mal kurz rein. Und da mal kurz rein. So. Und dann stelle ich mich hier hin. Und dann ist es mal wieder an der Zeit. Ich werde mal wieder mein ganzes Inventar durchforsten nach wunderbaren Relikten vergangener Tage, die vor sich hin glänzen und auf ihr Nutzen warten. Ja. Wir sehen uns dann gleich sofort wieder. Mal sehen, wie sehr neu gekleidet. So. Ich habe fertig. Und ja, ich habe ein neues Höschen an. Und ich habe eine neue Gasmaske an. Der Rest ist ziemlich so geblieben. Nur so ein paar Zusatzteile, die sich angepasst haben. Waffe überarbeitet, zumindest die eine hat jetzt, wie man hier so sieht, so diesen Ninja-Griff da, hier Samurai-Schwert-Griff. Ja, ist eigentlich ganz cool und ich habe jetzt eine Holzkiste auf dem Rücken. Die bringt mir mehr Beutechance, das gute Stück, und nennt sich Sarg. Also das ist nicht einfach nur eine Kiste, das ist ein Sarg. Das fand ich schon sehr interessant und wie unschwer zu erkennen ist, ohne dass ich drauf geachtet habe. Also ich habe mich eigentlich wie bisher drauf fokussiert, dass ich Crits und Rüstung und sowas beachte. Aber trotz dessen sind mittlerweile meine Resistenzen einfach gut. Einfach nur richtig gut. Also man braucht nicht mal wirklich drauf achten. Da frage ich mich auch tatsächlich, wozu hat man diese tollen Sachen wie hier den Biogefahrschutzanzug und so, die auch noch grundlegend schlecht sind, außer dass sie halt ein Biogefahr-Dings machen. Ich werde dann wohl auch bald meine Outfits nicht mehr brauchen, die ich mir extra dafür zurechtgelegt habe.
hier, das mein Kälteoutfit, weiß nicht was es ist, Strahlung oder sowas, keine Ahnung. Hier mein Giftoutfit, da habe ich dann einfach das Biogefahr-Ding angezogen, einfach so, auch wenn ich es nicht brauche. Und dann hier hinten, naja, immer noch das gute, hübsche Kleidchen. Ja, ich mag mein Kleidchen. Na gut. So viel zu dem, was sich geändert hat. So. Und damit bin ich sowas von einsatzbereit. Ich würde mal sagen, dann bewegen wir uns auch. Unser Ziel ist hier drüben. Das Einzige, was jetzt so gezielt auf dem Weg... Orientierungspunkt. Aus welchem Grund ist da kein Haken dran? Da würde ich tatsächlich mal hingehen. Ah nee, das ist der Lichtorient... Aber da ist noch eine Höhle. Kann das an der Höhle liegen? Ich würde tatsächlich mal an die zu der Höhle gehen. Das würde mich sehr interessieren. Orientierungspunkt könnte ich mir gut vorstellen, dass es einfach nur daran liegt, hier, folge dem Licht, dass ich das noch nicht abgeschlossen habe. Dass ich das dafür tun muss. Aber ich würde tatsächlich mal in diese Höhle reingehen. Und dann gehen wir hier rüber, da ist dann wieder so eine komische Wand und dann können wir eigentlich so ziemlich durchlaufen bis zum nächsten Außenposten. Das klingt für mich nach einem ziemlich guten Plan. So, wo ist denn jetzt, da ist der Ausgang. Mach mal auf die Hütte. Da habe ich schon dran gepinkelt. So, jetzt muss ich nur selber den Weg finden. Ich gucke nach da und nicht weit in diese Richtung muss es auch sein. Wahrscheinlich dann da die Klippe ein bisschen runter, würde ich so vermuten. Ich gehe nochmal hier hin. Bis zur Dämmerung ist noch Zeit. Und jetzt los. Ein Knuffel, Schnuffel schon wieder. Wow. Okay, meine veränderten Knarren gefallen mir. Ah, oh, zu weit weggegangen. Ja, doch noch aufgehalten. Ja, ich muss mal kurz nachladen. Ciao. So, hier kann ich nicht mehr beten, habe ich schon. Dass das Licht verschwindet, finde ich schade. So ein bisschen. Zumindest. So, rein theoretisch. Ein Touch rechts von mir. Was ist das hier eigentlich? War ich da schon? Keine Ahnung. Ein Touch rechts von mir. Aber wahrscheinlich unten. Würde ich so vermuten. Da ist ein Symbol. Aha. Ist es das? Das scheint es zu sein. Willkommen in der Hügelhöhle. Die ist schön und trocken. PlayStation.